Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir sind hier unterwegs in unserem kleinen Recycling-Marathon. Der, naja, war, ist etwas viel, aber ehrlich gesagt, ihr habt es ja selbst gesehen in der letzten Folge, war nötig, um das, was in den Mülldeponien hier anfällt, aufzufangen. Vor allem, weil wir letztendlich die Mülldeponien auch irgendwann komplett weg haben und alles über Verbrennungsanlagen laufen lassen. Aber zumindest vorerst funktioniert es und wir waren dabei, uns Geld zusammenzusammeln, damit wir hier Schule und sowas bauen können. Besser gesagt, die Grundschule hatten wir ja schon gebaut, Polizei, Feuerwehr auch. Uns fehlt halt doch Polizei? Ne, Polizei hatten wir gebaut. Die Oberschule, genau. Die Grundschule hatten wir auch. Die Oberschule kostete 24.000, die wir jetzt gerade erst zusammen haben. Wunderbar. Dann werde ich die auch hinbauen. Die hat zumindest auch schon weniger Reichweite als vorher, aber zumindest ein bisschen. Ich glaube, ich werde sie erstmal hier hinbauen, damit zumindest die hier aussteigen können. Ich muss kurz was gucken. Die haben ein Krankenhaus. Haben sie? Ich glaube, Friedhof fehlt, ne? Ja, und Friedhofauslastung ist zwar noch relativ leer, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Die Krematorien haben wir leider noch nicht frei. Die kommen erst bei 16.000. Das heißt, sie werden hier noch einen Friedhof hinbauen. Der kostet 8.000. Die dürfen wir relativ schnell zusammen haben. Feuerwehr haben wir stehen. Die Türme brauchen wir später erst, wenn wir auch die Hubschrauber haben. Hubschrauber? Die sind im Moment nicht ganz so wichtig, Gott sei Dank. Und was ist das da? Die Katastrophen? Ach, die Katastrophenschutzdinger. Okay. Polizei haben wir auch aktuell. Polizeihubschrauberdepot, Gefängnis, das wird später erst alles wichtig. Schulen haben wir jetzt auch erstmal stehen. Die Uni können wir noch gar nicht bauen. Busse, da kümmern wir uns später drum, wenn wir das hier vernünftig aufgebaut haben. Parks haben wir auch erstmal bis auf hier unten vielleicht. Da muss ich auch mal googeln, da werde ich wahrscheinlich... Ja, wir können hier ja erstmal so einen Parkplatz hinsetzen. Die funktionieren ja jetzt Gott sei Dank wieder bei uns. Dann haben wir das Thema erstmal erledigt. Die haben sogar auch noch ein bisschen was abgekriegt, aber das hier wird sowieso noch umgebaut. Einfach aus dem Grund, wir haben hier noch die ganz kleinen Straßen, was auf Dauer echt zu Problemen führt. Mal gucken. Vielleicht lassen wir das Stück hier aber auch mit den kleinen Straßen und bauen hier den später mit den großen weiter. Fakt ist, das soll hier quasi so rumgehen und hier nachher anschließen. Ich möchte den Kreis ein bisschen gerne weiter hier in die Mitte haben später, hier ungefähr hin. Eins nach dem anderen. Dazu brauchen wir aber erstmal das Geld, weil das Ganze besteht aus Autobahnen. Und da werde ich sowieso wahrscheinlich... die Autobahn weiterbauen, die soll hier quasi später weitergehen, weil da sollen ja auch noch Sachen hin. Und den Kreisel oben drüber bauen, wie wir es schon mal gemacht haben. Das Problem ist, es dürfte diesmal ein bisschen schwieriger werden, deswegen werde ich wahrscheinlich diesmal den Kreisel wohl eher unterirdisch bauen. Weil wir ohne Move-It den Kreisel wahrscheinlich nicht genau auf die Autobahn raufkriegen und Move-It funktioniert zurzeit nicht. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen was überlegen, aber das ist keine Dauerlösung, sonst haben wir hier Massenstau. So, wir haben das Geld für den Friedhof zusammen, den bauen wir hier jetzt. Haben wir nicht zusammen. 8.000. Okay, ich dachte, das wären 7.000. Naja, ich mach mal wieder schneller, dann haben wir es gleich. Der Friedhof muss hier hin. Da führt kein Weg dran vorbei. Jetzt haben wir es. Zack. Jetzt dürften die hier erstmal alles haben, was sie brauchen. Ja, gut, Friedhofsauslastung 10%. Alles tutti-frutti. Platz für 9.000 Tote. Die leben bei uns ja auch länger, dank des Altersheims, was da vorne steht. Die steigen nach und nach alle auf. Die kriegen ja auch inzwischen ihre Bildung. Wir googeln mal kurz. Und bevor ich es wieder vergesse, wir müssen noch Post bauen. Ja, also Grundschule ist erstmal gut ausgelastet. So langsam Stück für Stück gehen die alle zur Schule. Hier war der größtenteil schon der Schule. Oberschule dürften die meisten noch, ja, weil wir die gerade erst gebaut haben, dumm sein. Aber es kommt mit der Zeit. Die ersten sind sogar schon zur Schule gegangen. Übrigens, umso schlauer die Leute sind. Oh, die reicht ja nicht mal. Ich brauche noch hier eine Oberschule. Okay, auf jeden Fall. Fakt ist, das habe ich mal ausprobiert, umso mehr Leute schlau sind, umso weniger Müll fällt an. Und die können wir ja noch gar nicht bauen. Die öffentliche Bibliothek auch nicht. Die wollte ich diesmal aber auch von Anfang an überall mit reinbauen. Die haben wir aber, glaube ich, noch gar nicht frei, oder? Die öffentliche Bibliothek ist... Doch, frei haben wir sie. Wir haben bloß nicht das Geld. 22.000! Gut, aber wir haben auch eine gute Wohnungsnachfrage. Wir müssen hier definitiv noch eine Oberschule hinstellen und irgendwie auch noch die öffentlichen Bibliotheken dazwischen. Dafür brauchen wir aber Geld. Und wir brauchen auch Geld für das. Deswegen bin ich jetzt erstmal am Überlegen, ob ich da erstmal die Autobahn hier an den Kreisel anschließe und später das hier umbaue. Wäre wohl besser. Aber ich glaube, wir haben gar nicht das Geld, um die Autobahn jetzt großartig weiterzuziehen. Weil ich probiere es mal aus. Drück mal kurz Pause dafür. Gerade haben wir. Wenn ich die jetzt hier so gerade weiterziehe, erstmal bis dahin. Quasi nebenan wieder zurückziehen. Na, du sollst da nicht ran. Du sollst bis hier ungefähr.
Nicht genügend Geld, das dachte ich mir. Oh, ich muss mal weiterlaufen. Die muss zumindest bis dahin. Zumindest steigt unser Geld momentan relativ schnell, Gott sei Dank. Ist die einigermaßen gerade? Ja. Dann können wir hier nämlich später einen Kreisel unterbauen. Besser gesagt, hier soll er ja unter. Und den schließe ich erstmal da an. Später kommt der Kreisel hier weg und noch einer unterirdisch. Aber erstmal möchte ich den schlicht und einfach erstmal hier ran haben. Haben wir das Geld? Gut, kann sein, dass wir gleich einen kurzen Stau kriegen. Wegen Ampel. So. Kurz gucken, ob da Ampeln sind. Ampeln? Das Spiel hat ja leider die Angewohnheit, überall Ampeln hinzubauen. Siehst du, das dachte ich mir. Gut. Dann können wir hier nämlich schon mal, wenn wir das Geld hätten, obwohl das geht momentan rucki-zucki, nämlich schon mal unterirdischen Kreisel hinbauen. Ob wir das hinkriegen, ist noch eine andere Frage, aber ich probiere es. Dafür müssen wir jetzt runter. Wo war das nochmal? Bild auf, ein Bild ab. Ne, genau, ja. Was sind wir unterirdisch? Dann gehen wir jetzt. Ich muss die dafür anmachen, sonst wird das nichts. Auf rund gehen? Ungefähr hier hin. So, dann hier rum. Oh, ist unterirdisch echt gar nicht so einfach. Man sieht das so schlecht unterirdisch. Ah, das ist das, was ich mir dachte. Er versucht hier, obwohl er eigentlich unterirdisch ist, da ranzukommen. Nicht genügend Geld. What? Du sollst ja auch nicht an die Straße. Genau, da sollst du hin. So, und dann müsste dann wieder so rum. Genau rund kriegen wir wahrscheinlich nicht. Das ist unterirdisch immer so eine Sache. Nicht genügend Geld. Oh, komm, die hast du aber gleich. Die 6720. Er wird halt nicht hundertprozentig rund, aber muss er auch nicht. Umgesehen, das sieht man hinterher sowieso nicht. Das ist unterirdisch. Komm, Junge. Die hast du fast. 4500, 4700, 800, 5000. Genau, gleich hast du's. Es bleibt ja nichts anderes übrig, wenn wir Staus vermeiden sollen. Da wir ohne Verkehrsmod spielen, müssen wir zwangsläufig vorausdenkend bauen. So. Und den da einmal ran, sobald wir das Geld haben. Obwohl, er ist doch runder geworden, als ich dachte. Man kann Kreisel auch oben rüber bauen, aber unterirdisch ist auch mal was Neues. Die haben wir auch gleich wieder. Komm, du schaffst es. Noch genau die Hälfte. Vor allem die Temperaturschwankung ist mir in der letzten Folge schon aufgefallen. Das geht runter von 10 Grad bis 20 Grad hoch. Das schwankt ja extrem. Das ist, glaube ich, wegen tropischem Gebiet oder so. Dadurch heizen sie auch. Ich glaube, wir werden wirklich später Heizkraftwerke bauen müssen. Komm, jetzt hast du es fast. Jetzt. Vielen Dank. So, jetzt haben wir einen unterirdischen Kreisel. Wenn wir jetzt diese Autobahn an den Kreisel anschließen, quasi von hier daran, mit Autobahnabfahrt natürlich, gebogen ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Vielleicht von hier? Na, Junge. Aber natürlich runter. Daran. Dann müssen wir von hier quasi wieder daran. Geht das? Ja. Und das gleiche müssen wir natürlich später auch. Im Moment tut's gar nicht nötig, ne? Doch. Wir müssen ja auch wieder hier raufkommen. Ey, jetzt zeig ich sogar den Kreisel an, aber leider unterirdisch. Wir müssen ja von hier quasi später wieder daran kommen. So. Genauso wie wir später von hier, wenn sie von da kommen, auch auf den Kreisel raufkommen müssen. Gefälle zu steil. Warum? Dann setzen wir es dahin. So. Müsste doch funktionieren. So kommen sie auf den Kreisel rauf. Also erstmal von da auf den Kreisel. Vom Kreisel wieder dahin zurück. Und später halt auch hierhin, wenn es da weitergeht. Im Moment geht es ja nicht weiter. Müsste gehen. Und wenn ich denn quasi, wenn die Stadt hier weitergeht, dann noch eine Auffahrt rausbaue, müsste doch funktionieren. Bauen wir das Ganze erstmal weiter? Oder besser gesagt, wir bauen jetzt gleich erstmal die Oberschule hier hin. Ich glaube, ich werde das Gebiet so lassen, aber nicht großartig vergrößern. Sondern hier bauen wir dann später mit den großen Straßen weiter. Das lassen wir dann quasi so als kleines, wie soll ich das sagen, dörfliches Viertel. Den Kreisel werden sie wahrscheinlich gleich erstmal zum Umsteigen nutzen oder so. Aber eine Sache habe ich vergessen. Lass mal kurz nachgucken. Und zwar würde ich gerne nach Ampeln gucken. Nein, den Hundepark wollte ich nicht. Der hat bestimmt Ampeln in die Kreise gesetzt. Nein, hat er nicht. Wow. Gut, das Geld für die Oberschule müssen wir so gut wie haben. Oberschule?
Ah, fast. 24.000 kostet sie. Ja gut, fast, dann will sie anfassen. Dann gucke ich in der Zwischenzeit mal kurz nach unserem Kredit. Wir haben keine Kredite. Die sind alle bezahlt inzwischen. Sehr schön. Ah, das steigt unser Geld auch wieder über 3.000. Dann haben wir sie wohl eben gerade erst bezahlt. Das ist sehr, sehr schön. Gut, wir haben Einwohnernachfrage. Dann machen wir auch sofort mit weiter. Hier lüftet auch erstmal. Boah, hier ist aber auch ein Verkehr. Mein lieber Scholli. Ohohoho. Okay, aber unsere Fischfangroute funktioniert auch tadellos. Wird hier auch immer mehr. Der Fischmarkt hier verkauft das. Später bauen wir auch noch eine Fischfabrik. Oh ja, 140. Das lüft. Einwohnerzahl steigt. Jetzt können wir die Oberschule bauen. Die ist jetzt erstmal wichtig. Das war die, ne? Das war... Jetzt reicht das plötzlich wieder? Wohin hat es nicht gereicht? Ah, wahrscheinlich, weil viele jetzt an der Schule waren. Dadurch werden es weniger. Aber trotzdem muss hier eine hin. Da führt kein Weg dran vorbei. Die werde ich wohl hier so mit ransetzen. War jetzt die Oberschule, oder? Jo. Dann steigen die hier auch noch ein bisschen auf. Dann kommt da auch mehr Geld rein. Es fehlen uns natürlich noch, da werde ich mich aber später drum kümmern, die öffentlichen Bibliotheken. Die ist aber allerdings schweineteuer. 22.000. Das machen wir jetzt hier erstmal weiter mit Wohngebiet. Das brauchen wir definitiv. Das werden wir später wieder vollgrün. Das Vollgrün dürfte ein bisschen schwierig werden, da wir die Mod nicht haben und die Bäume, glaube ich, einzeln setzen müssen. Oder die haben es jetzt im Spiel eingebaut. Mal gucken. Nein, haben sie nicht. Okay. Wir müssten die Bäume quasi alle einzeln setzen. Was natürlich ein bisschen nervig ist, aber... Da kümmern wir uns später drum. Ich wollte es nur kurz zeigen. Dann baue ich jetzt erstmal kurz Straße... Ah, jetzt haben wir auch die frei. Gut, dann bauen wir jetzt mit denen weiter. Die werden wir später mal verbessern, da. Na, gerade bitteschön. Na, der müsste erstmal bis da. Muss auch mal gucken, wie ich den Kreisel da gleich anschließe. Ah, passt gerade eben so vorbei. Der müsste hier wieder ran. Genau. Der müsste hier wieder einen nur auf halbem Wege. Die. Ich müsste den da oben ein bisschen weiterziehen. Erstmal ein bisschen da, der muss ein bisschen weiter. So. Eigentlich auch blöd hier so viele Kreuzungen, aber gut, eins nach dem anderen. Der muss noch ein Tickchen weiter, bis ungefähr da. So, dann werde ich hier einmal kurz Weg reinbauen, da haben wir ja schon. Dann gucke ich gleich nochmal nach Wasserleitungen und sowas. Na, das muss einmal kurz aus. Und, ich habe es noch gesagt am Anfang der Folge, ne? Mir fällt gerade ein, wir müssen ja noch dringend die Post bauen. Da geht schon wieder los. Ich vergesse schon wieder diese dämliche Post. Oh Gott, ich glaube, wenn ich jedes Mal dafür einen Euro kriegen würde, wenn ich die Post vergesse, wäre ich Millionär. Das ist nur die Frage. Ich würde es am liebsten mit der Autobahnabfahrt machen. Weil das, glaube ich, nicht zu so viel Problemen führt. Wie eine normale Straße. Das Problem ist... Da kommen sie zwar rauf, aber nicht runter. Aber eine normale Straße dürfte jetzt auch gerade schwierig werden. Was ist jetzt der Nachteil? Ich bin zu dicht dran. Verdammt. Wenn ich direkt von hier... Ah, warte mal. Ich nehme mal die Kurve. Direkt von hier. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber ich komme da zwar ran, aber das dürfte eine Doppelkreuzung geben. Und das ist schon mies. Ich will ja keine Doppelkreuzung. Komme ich so echt nicht ran, ne? Na, das ist Mist. Wenn ich von hier? Wahrscheinlich auch nicht. Meh. Das ist zu eng. Okay. So würde gehen, aber das ist ja auch Mist. Das ist ja... Da habe ich Vollpfosten nicht nachgedacht. Und hier ist halt Doppelkreuzung. Das ist Mist. Da ist zu eng. Da ist das Ding im Weg. Und wenn ich das Ding, warte mal, hier so hochbaue, so, und dann daran, das geht, oder? Sieht zwar ein bisschen komisch aus, ehrlich gesagt, aber wenn wir das später mit Bäumen verstecken, dann fällt das, glaube ich, gar nicht mehr so auf. Die Ampel nehme ich gleich raus, aber sie müssen ja auch hier wieder runterkommen. Machen wir mal gucken, das heißt, wir müssen ja auch irgendwie wieder ran. Hier kommen sie rauf in die Stadt. Wir müssen hier aber auch später wieder in die Kreise reinkommen und das... Muss ja nicht alles hier an der Kreuzung stattfinden. Wenn man von hier quasi runter geht
ungefähr so. Ich meine, das ist ja unterirdisch. Und dann daran. Geht das? Ah, wenn das mal alles so eine gute Idee ist. Mal gucken. Vielleicht fahren die ja direkt hier gleich rauf und statt den Kreisel weiter. Ich muss es ausprobieren. Fakt ist, so wie es aussieht, nutzen sie es schon. Ja, sie fahren schon durch. Muss mal kurz die Ampel entfernen. Es kann sein, dass ich das später noch umbauen muss. Vielleicht, ihr könnt ja mal schreiben, was ihr dazu meint. Aber ich glaube, das ist hier gerade jetzt nicht so prickelnd. Ich glaube, das ist sogar dämlich, was ich hier gerade mache. Aber eins nach dem anderen. Jetzt erstmal das aus. So, denn Wasserrohre. Wasserrohre. Einmal daran. Und hier weiter. Gut. Ich glaube, das ist sehr dämlich. Ich glaube, ich werde das später anstatt mit Ausfahrten mit einer normalen Straße verbinden. Bin halt zu dicht dran am Kreisel. Aber ich erstmal lasse ich es so. So, Feuerwehr, das alles müsste hier noch ausreichen. Friedhof auf jeden Fall. Doktores. Ah, wird schon eng hier, ne? Das wird echt schon eng. Ah, ich glaube, Doktores muss ich hier noch hinbauen. So. Feuerwehr. Ah, Feuerwehr wird auch schon eng. Ja, du kriegst gleich deinen Strom. Feuerwehr füllen sowieso mehrere. Hier muss auch noch Feuerwehr hin und hier muss noch Feuerwehr hin. Gut, eins nach dem anderen. Polizei, brauche ich auch noch mehrere. Schule, gut, Oberschule reicht erstmal. Grundschule auch erstmal. Parks, hier muss definitiv ein Park hin. Wir bauen direkt hier neben erstmal. Ja, hier neben. Habe ich mehr Abdeckung? Den? Und hier muss auch einer hin, den setze ich direkt daneben. So. Das ist zumindest ein Anfang. Dann pinsel ich das Ganze erstmal an, damit sie sich aufbauen können. Wie gesagt, das müssen wir nach und nach ein bisschen umbauen, damit wir hier alle nötigen Gebäude reinkriegen. Vor allem die öffentliche Bibliothek. Ich glaube, die werde ich gleich auch mal bauen. Dass ich das hier vorne zuerst anpinsel, ist Absicht, weil hier der Strom ist. Damit der Strom hier rüber geht. Ah, guck schon, hat er Strom. Hat sich das schnell verbunden. So, dann hoffe ich auch mal, dass sie das hier nutzen werden, um auf die Autobahn zu kommen. Damit nicht alles da vorne abfährt. Ich versuche den Kreisel ein bisschen zu entlasten. Der soll ja später eh weg. Lohnt sich das hier? Nee, die parken. Ich wollte gerade sagen. So, die öffentliche Bibliothek. Zumindest eine können wir bauen, ne? Mal gucken, das brennt das hier nämlich schon. Und die haben halt... Ja, zwar einen relativ großen Radius. Aber... Decken halt... Ah, schwierig, schwierig. Ich glaube, eine werde ich hier hinbauen. Hier kommen später sowieso Häuser hin. Dann haben wir hier schon mal eine stehen. Wir hatten beim letzten Mal leider, weil ich sie am Anfang vergessen hatte, viel zu wenig. Deswegen, ne? Da eine mit hin. Dann können sie die zumindest schon mal nutzen. Aber das reicht nicht, ne? Es müsste rein theoretisch hier auch eine hin irgendwo. Aber besser wäre wohl hier so. Ich glaube, damit decke ich immer noch nicht alles ab, ne? Besser wäre, glaube ich, hier. Muss ich wohl ein paar Häuser opfern? So. Mehr können wir uns im Moment auch gar nicht leisten, aber zumindest in der Bereich dürfte schon mal abgedeckt sein. Die bringen halt auch etwas Bildung. Mehr Bildung heißt weniger Müll und mehr Steuern letztendlich. Hier muss aber auch eine hin. Gut, die können wir uns im Moment nicht leisten. Die kostet 22.000, aber ich glaube, ich werde hier Häuser opfern müssen und hier unten muss auch noch eine hin. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber wir brauchen auch noch... Na gut, Arzt jetzt nicht. Aber Feuerwehr. Ganz dringend. Ganz, ganz dringend. Weil die ist auch so groß, die öffentliche Bibliothek. Zumindest dürfte sie genutzt werden. Na, momentan nicht so viel, aber es kommt, es kommt. Dadurch steigen übrigens auch die Steuern. Wie man sieht, geht das jetzt hoch, obwohl ich schon wieder Häuser weggerissen habe. Also verkehrt ist es nicht. Sie scheinen das hier auch zu nutzen. Wie man sieht, fahren hier öfters Autos durch. Zurückfahren sie anscheinend noch die Straße, aber es kommt noch. Ich kann ja mal kurz unterirdisch gucken, da gehe ich mal kurz auf die Straße, mal kurz runter. Ja, die nutzen das eher hier, um reinzufahren. Ich glaube, das ist eine ganz blöde Idee, weil die müssen hier abbremsen, um da rauszukommen. Das muss ich definitiv später anders bauen. Das geht so nicht. Wahrscheinlich werde ich dies hier eher nutzen, um dahin zu kommen später und von hier eine extra Abfahrt da reinbauen. Wäre, glaube ich, schlauer als aus dem Kreisel. Aber eins nach dem anderen. Erstmal lassen wir es so. Aber das werde ich, glaube ich, wieder umbauen. Das geht so nicht. Bewohner nach Frage sinkt.
Geld steigt, sehr, sehr schön. Wir haben auch schon wieder Geld für die nächste öffentliche Bibliothek, aber ich werde, glaube ich, erstmal die Feuerwehr bauen. Die hat Vorrang. Hier fehlt eine und vor allen Dingen ganz dringend da und noch dringender hier. Vor allem, warum reißen die welche ab? Nicht genügend Arbeiter. Warum? Unsere Bewohner steigt doch gerade. Nö, sinken. Wir müssen unbedingt noch ein Kinderkrankenhaus bauen, damit wir die Geburtenraten erhöhen. Da führt kein Weg dran vorbei. So, die dürfen ja auch erstmal glücklicher sein, zumindest ein Biesle. Ich glaube, ich werde hier nachher noch eine Feuerwehr reinbauen müssen. Glaub, ich habe hier auch Rauchmelder gemacht, aber das ist halt noch nicht so weit verbreitet. Ich glaube, ich muss das Gebiet gleich noch weiter anpinseln. Und eigentlich müsste hier auch noch eine Feuerwehr hin. So, mache ich einfach mal. Dann gucke ich mal kurz nach dem Stadtviertel. Alter, jetzt haben wir wieder eine riesen Nachfrage. Ja, das dachte ich mir. Das muss ich immer... Ups, da nicht. Das muss ich ja mal ein bisschen erweitern. Und das da unten müssen wir auch noch anmalen, das Stück. So. Das nehmen wir mal dazu hier. Das gehört ja dazu. Dann gilt das nämlich für das hier mit. Wir brauchen sie ein bisschen weniger Strom und haben nicht mehr so hohe Brandgefahr. Und das malen wir jetzt auch einmal an. Muss später natürlich auch erweitert werden. Das ist klar. So. Und da werden wir dann gleich auch ein paar Richtlinien aktiv machen. Wieso sind auf einmal unsere Steuern so niedrig? Weil sich Fabriken abgerissen haben oder wie oder was? Oder weil ich das Gebiet da erweitert habe? Ja, wahrscheinlich. Wegen den Rauchmeldern. Das wird halt teuer. So, die Gipfelhöhen. Richtlinien. Da haben wir, glaube ich, keine aktiv. Was ist denn Stadtplanung? Verbot für starken Verkehr wäre auch nicht verkehrt. Aber hier fahren ja eh keine LKWs durch. Wäre eigentlich Blödsinn. Schnelle Erholung, Verbot von Verbrennungsmotoren, Elektroautos. Das bringt uns hier aktuell alles nicht. Das wäre eher für Industrie gedacht. Aber Dienstleitung, Stromverbrauch. Ja, wichtig wären die drei. Weniger Stromverbrauch, weniger Wasserverbrauch und Rauchmelder, weniger Brandgefahr. Problem ist, es kostet halt alles Geld. Parks und Erholung, später, wenn wir genug Geld haben, damit wir mehr Leute in die Parks locken. Also da ist noch einiges, genau wie Recycling, WLAN, lockt mehr Touristen an, da ist noch so einiges. Das Problem ist im Moment echt, das kostet einen Haufen Geld. Hier geht uns gerade unsere Industriekapheister. Warum? Weil die nicht genug Arbeiter kriegen. Aber wir haben doch gerade einen Haufen Leute dazugekriegt. Oder sterben sie uns gerade weg? Was ist das denn hier? Mal kurz gucken. 11 Tode die Woche, 30 Geburten. Nö, wir haben mehr Geburten. Oh, 41% Senioren. Wir haben vergreiste Leute. Die arbeiten natürlich nicht. Okay, das ist natürlich... Okay. Und durch das Altenheim leben sie natürlich länger. Jetzt haben wir auch mehr Tote. Wir müssen ganz dringend ein Kinderkrankenhaus bauen, um die Geburtenrate hochzupushen. Das Kinderkrankenhaus haben wir hier irgendwo, ne? Da. Das Kinderkrankenhaus ist eine kleine Gesundheitseinrichtung. Es erhöht innerhalb des Gebäuderadius die Geburtenrate. Und bietet Kindern und Teenagern Gesundheitsleistungen. Das kostet wie viel? 18.000. Ja, die werden wir jetzt gerade nicht kriegen, weil wir im Minus sind. Verdammt. Oh komm Leute, das ist jetzt nicht euer Ernst. Nur weil wir jetzt eine vergreiste Stadt haben, sind wir im Minus? Ja gut, solange wir im Minus sind, werden wir das Geld nicht zusammenkriegen. Habe ich mich da jetzt echt so verschätzt? Komm Leute, steigt auf, das ist eine Schule. Ja, sehr viele alte Leute in der Stadt. Und dadurch, dass jetzt natürlich so viele vergreist sind, die Alten arbeiten natürlich nicht, haben die nicht genug Arbeitskräfte. Das ist jetzt gerade das Hauptproblem. Wir haben zu viele alte Leute durch das Altenheim. Das ist bestimmt voll. 12 Altersheimnutzer. Das ist nicht viel. In das große Gebäude passen noch mehr als 12 Leute, oder? Kann man das irgendwo nachgucken? Warte mal. Na, scheint sich aber wieder einzupendeln. Es wird weniger. Bestimmt bei Gesundheit, ne? Bestattungswesen, Kinderbetreuung, Altenheim, ja. Ja, gut, ist sehr gut ausgelastet. Wir haben 2364 Senioren, 0 Kranke. Durchschnittliche Lebenserwartung 79 Jahre. Ihr lebt zu lange. Wir müssen unbedingt ein Kinderkrankenhaus bauen. Das wird aber gerade schwierig mit dem Geld. Wir müssen unbedingt die Geburtenrate hochpushen. Und haben ganz, ja, dadurch, dass jetzt halt so viele sterben, auch eine riesen Nachfrage.
Gut, wir könnten hier aber noch... Ich müsste die Straße ein bisschen weiterbauen. Das wäre die gewesen. Freies Bauen. Ich ziehe das hier mal ein kurzes Stück weiter. Ungefähr so. Das reicht ja erstmal. Dann wieder auf gerade das anmachen und dann müsste ich hier einmal kurz durchziehen. Wieso ist denn hier so eine... Warte mal. Ich drück mal kurz Pause. Das hier führt später zu Staus. Das geht so, ne? Tut mir leid, aber das geht so leider nicht. Okay, das lag nicht an der Straße. Dafür schalte ich hier dran. Ah, es kommt, weil hier zwei verschiedene Straßen aufeinandertreffen, ne? Okay, warte mal, das müsste mit Verbessern gehen. Ja, so ist schon besser. Gut, das pinsel ich gleich wieder an. Denn einmal auf gerade und hier durch. So. Ich will hier nur ein paar Leute reinbasteln. Da kurz, na, ich brauche ich ja gar nicht. Ampeln mache ich gleich. Ich weiß, dass da extra Gebäude rein müssen, da kümmere ich mich aber gleich rum. Ich lasse mal weiterlaufen. Wichtig ist im Moment, dass wir erstmal Leute in die Stadt kriegen. Da wir momentan das Kinderkrankenhaus nicht haben, haben wir zu viele alte Leute und zu wenig Geburten. Wir brauchen aber Geld fürs Kinderkrankenhaus. Ist da überhaupt Wasser? Ah, eng. Wasser muss hin. Ah, jetzt haben wir kein Geld mehr. Oh je. Hoffentlich quaken die nicht zu sehr nach Wasser jetzt. Hoffentlich reicht das noch. Und ich hoffe, das pusht uns gleich ins Plus. In der Zwischenzeit mache ich mal die Ampeln aus. Ampeln. Da müsste eine sein. Ja, und da auch. Ah, jetzt kommen wir wieder ins Plus. Okay, hat geholfen. Wir müssen mich ganz dringend, wirklich sehr dringend, ein Kinderkrankenhaus bauen. Weil das haben sie ja jetzt geändert. Ich meine, wir hatten vorher auch schon Sterbefälle. So ist es nicht. Aber durch das Altenheim leben die Alten länger. Das heißt, wir haben länger Arbeitsausfall in den Fabriken. Die Alten arbeiten ja nicht, sind ja schließlich in Rente. Wir müssen aber halt mehr Nachwuchs erzeugen, damit die Fabriken mehr Arbeiter kriegen. Und dafür brauchen wir das Kinderkrankenhaus. So, der kommt jetzt so langsam wieder ins Plus, aber auch nur ganz, ganz langsam. Aussteigen tun sie ja zum Glück Stück für Stück. Ah, der ist noch Stufe 1. Der ist schon auf Stufe 2. Problem ist halt, momentan sind wir noch relativ klein. So lange kann das noch nicht dauern mit den alten Leuten. Na, geht schon runter. 37%. Geburten gehen auch langsam wieder hoch. Ah, alles, was wir hier am Anfang gebaut haben, ist halt verkreist. Das hier unten geht noch. Müsste sich also eigentlich wieder einpendeln. Ja, guck, die Leute steigen auch wieder. Gott sei Dank. Die Fabriken müssten gleich wieder zur Gange kommen. Ich hoffe es zumindest. Werden wir sehen. Oh, kommt doch langsam wieder. Wir sind wieder 250 im Plus. War sehr langsam, aber es steigt. Gott sei Dank. Jetzt nutzen sie hier auch schon die Abfahrt. Das ist sehr, sehr schön. Eine Ampel? Nein. Wunderbar. Sobald wir das Geld haben, bauen wir das Kinderkrankenhaus. Das brauchen wir, um die Geburtenraten noch etwas höher zu kriegen. Will ich nochmal kurz gucken. Müll wollte ich gucken. Ah, Müllverarbeitungsstatus läuft noch, auch wenn die Mülldeponien relativ voll sind. Es geht noch. Gerade ebenso. Bürgermäßig. Gut, Arbeitslose haben wir kaum, das ist klar. Momentan haben wir aber zu viele Tote. Aber es kommt auch wieder. Wir haben halt zu viele Arbeitsstellen im Moment. Aber es dürfte sich gleich wieder einpendeln. Da die Bürgerzahl steigt. Und was ich auch noch gucken wollte, Feuersicherheiten so jetzt gerade nicht, genau, ich wollte Schulbildung gucken. Grundschule reicht auch noch. Gut, die haben wir ja eben erst neu gebaut. Da sieht man mal, dass es Stück für Stück kommt. Und Oberschule reicht auch noch. Dicke, gut. Uni können wir eh noch nicht bauen. Das hier unten ist wahrscheinlich Tourismus, das haben wir noch nicht. Straßenparkpflege. Wir müssen noch die Straßenverbesserung bauen. Vor allen Dingen, wir müssen die Post bauen. Ich habe sie diesmal nicht vergessen. Wir haben bloß nicht das Geld dafür. Jetzt ist erstmal wichtig, das Kinderkrankenhaus. Wir kommen zum Glück gerade wieder an Geld. Ich würde sagen, da lasse ich jetzt einen Moment weiterlaufen, damit wir an Geld kommen. Und oh, Moment, bevor ich jetzt Schluss mache. Da ist mich das, was ich befürchtet habe, die Wasserquakerei. Das müssen wir jetzt ganz dringend bauen. Das müsste ja Wasser kriegen, oder? Ja. Wunderbar. Gut, lass es im Moment laufen. Oder auch nicht. Mal gucken. Das geht ja jetzt relativ schnell. Aber für heute ist Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja gerne die Folge bewerten. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüssi!